Fest ist heute Mittwoch und das Wetter in der Südwestpfalz sonnig bis leicht bewölkt. Ja, heute ein bisschen später, erst um 20 nach 7. Tut mir leid, aber irgendwo hat mich eine Idee rumgetrieben, da wollte ich noch eine E-Mail für absetzen. Mal schauen, vielleicht gibt es schon morgen noch eine gute News für die ein oder anderen der Wanderhändler und Händlerinnen. Ich bastel da an was. Mit ein bisschen Glück klappt es. Ja, kommen wir auch direkt zu den News. Hermes Deutschland und Amazon Logistics haben insgesamt über 2.500 Mercedes Vito Elektrovans gekauft. Die einen für England, die anderen für Deutschland. Amazon selbst hat ja mit einem großen Mercedes-Händler Luke in Dortmund ein Joint Venture bzw. einen Piloten gestartet, wie man diese Fahrzeuge halt gut warten kann. Und Hermes möchte die Fahrzeuge halt gerne in England einsetzen. Damit denke ich mir, reagieren halt beide Unternehmen auf die zunehmende Problematik des Einsatzes von Verbrennungsmotoren, insbesondere Dieselmotoren, in den Innenstädten. Halte ich grundsätzlich für eine gute Lösung. Mir ist am Ende des Tages noch nicht ganz klar, ob die Elektrofahrzeuge in ihrer Gesamtbilanz tatsächlich umweltfreundlicher sind. Ich weiß es tatsächlich nicht. Also ich tue mir mal ein bisschen schwer, nur ein Segment zu bewerten. Mit Sicherheit mag es so sein, dass innerhalb des Betriebs ein Elektrofahrzeug wahrscheinlich bilanziell besser dasteht. Aber ob das halt in der Gesamtenergiebilanz tatsächlich so ist, Fragezeichen, ich weiß es nicht. Ja, wer ihn immer schon vermisst hat und vor ein paar Monaten kamen ja auch denn dann schlechte Stimmen auf, der Banner für eure Sonderaktion, der bisweilen unterhalb eurer Angebote zu sehen war, hierüber beschwerten sich viele Händler, ist wieder da, ist wieder oben oberhalb der Angebote platziert. Also wenn ihr jetzt einen 10%, 20, 30% Rabatt anbietet, wird er wieder prominent oberhalb der Angebote angezeigt. Zurück geht das auf einen von eBay wohl global durchgeführten Test. Die haben halt versucht zu messen und herauszufinden, an welcher Stelle die Banner tatsächlich besser platzieren. Gestern hatte ich in den News schon angekündigt, dass eBay auch allerdings nur noch die Banner einblenden wird, die wirklich werthaltig sind für die Käufer. Das bedeutet, wenn ihr also bei einem 10-Euro-Artikel 50 Cent Rabatt gebt, wenn der Kunde 2 kauft, dann sieht das eher schlechter aus. Gebt ihr aber 2 € oder 20, 30% Rabatt, dann wird der Banner auch, mir brennen die Augen, Entschuldigung, dann wird der Banner deutlicher und prominenter angezeigt. Kommt aber auch gleich nochmal ein Artikel von mir, der euch auch ein bisschen die Hintergründe erklärt. Ich denke, gegen Mittag sollte der fertig sein. Apropos, ja, nutzt die Sonderaktion. Wenn ihr die Chance habt, nutzt sie. Tatsächlich ist es, und ich meine, gibt es etliche Studien drüber, ich kann auch mit Sicherheit von Statista oder von den ein oder anderen Beratungsunternehmen einiges raussuchen. Sonderaktionen konvertieren, bringen Geld. Für jeden nachvollziehbar ist, wenn ihr euch einmal den Erfolg von den ganzen Deals-Communities, allen voran MyDeals, anschaut, dann ist es ja in der Tat so, dass der Schnäppchengedanke in ganz, ganz hohem Maße auch zieht. Von daher würde ich selbstverständlich versuchen, diesen auch auf eure Angebote zu transportieren. Aber achtet darauf, wenn ihr es übertreibt, gerade was UVP-Angaben angeht, dann seid ihr auch ganz schnell in einer rechtlichen Grauzone. Ein UVP muss zum einen richtig sein. Und wenn ihr einen Sonderpreis angebt und damit dann halt kommuniziert, dass es einen alten Preis gibt, dann muss die Ware auch nachhaltig zu diesem Preis angeboten worden sein. eBay hat da mittlerweile einiges an Restriktionen drin. Das ist auch gut so, schützt euch insbesondere vor Abmahnungen, schützt aber auch den Verbraucher vor schlechten Einkaufserlebnissen. Bei Amazon ist es nicht so unbedingt. Dort können viele Händler recht aggressiv mit Sonderaktionen und Rabatten werben. Und wer zum Beispiel Keeper nutzt, das ist so ein kleines Preistracking-Tool, eine Browser-Extension. Wenn man die ein oder anderen Produkte aufruft, sieht man, dass sie niemals zu dem UVP bzw. zu dem
Referenzpreis, auf den sich die Reduzierung bezieht, nachhaltig angeboten worden sind. Also wer das einfach feststellt, der hat auch damit gleichzeitig die Chance, euch im Zweifelsfalle auf die Füße zu treten und euch abzumahnen. Okay, in Australien hat eBay nunmehr auch seine neue Bestpreisgarantie veröffentlicht. Das funktioniert wie folgt. Wenn ihr einen Artikel dort über eBay kauft und innerhalb von 48 Stunden, und diese 48 Stunden sind wichtig, außerhalb von eBay einen günstigeren Preis seht, dann könnt ihr über das Seiten-Chat-Tool als Käufer einen Fall aufmachen und ihr erhaltet dann die Differenz von eBay als ein eBay-Rouschet, also als einen Gutschein, den ihr zum Einkauf von weiteren Produkten auf eBay einsetzen könnt, erstattet. Ja, der Prime Day steht bevor und da zeichnet sich eine kleine Bitch-Battle zwischen Amazon und eBay ab. Da scheinen wohl Jeff Bezos und Devin Wenig mitbekommen zu haben, dass Christian Otto Kelm und meine Wenigkeit auf dem TDOH uns gleichfalls ein bisschen betteln werden. Allerdings machen die es auf einem anderen Niveau, denn es geht eben um den Prime Day. Auch Devin Wenig wird an dem Prime Day, beziehungsweise eBay wird an dem Prime Day mit dran teilnehmen. In Anführungszeichen, sie werden halt auch Sonderaktionen fahren in genau dieser Woche. So jedenfalls ist ein Tweet von Devin Wenig zu verstehen. Ja, dann kommen wir zur vorletzten Nachricht, die betrifft Shopware. Shopware eröffnet im August in UK, in London, ein weiteres Office. Spannend ist, was in der Pressemitteilung bzw. im Bericht von Chris Dawson von Tamebase steht. Dort habe ich die News heute Morgen gelesen. Having enabled more than 5 billion in cross-e-commerce volume, Shopware is the largest e-commerce platform operating in the German market. Also, ob mit 5 Milliarden Euro GMV Shopware die größte Plattform ist, mag ich jetzt mal ganz ehrlich bezweifeln. Aber interessant ist, dass also alle Shopware Shops in Deutschland scheinbar einen Gesamtumsatz machen von rund 5 Milliarden Euro. Das ist das eine. Das andere ist, dass Shopware sich als Plattform bezeichnet. Ja, es wäre schön, wenn Shopware Connect richtig gut durchgestartet wäre, aber Shopware ist halt ein Shopsystem. Okay, aber auch das Marketing können sie. Das muss man dem Stefan Heine lassen. Ja, kommen wir zur letzten Nachricht. Tencent Music. So wird erwartet, wird dieses Jahr wird in Kürze in Amerika an die Börse gehen mit einer Nutzeranzahl von über 700 Millionen Nutzern. Ja, und das war's auch, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Habe ich jetzt wirklich alle? Ja, ich habe jetzt alle News. Das ging schnell. Bin mit allen News durch. Sorry, dass es heute etwas später geworden ist. Ich hoffe, ich habe keine wichtige News verschlammt. Ich wünsche euch einen großartigen Start in die letzte Hälfte der Woche. Ja, vorletzte Morning News sind das. Am Freitag bin ich in Hannover mit einem schönen eBay SEO Workshop. Okidoki, also habt einen geilen Tag. Bis dann, tschüss.